Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Peaceful Warrior, dein Podcast für Fitness, Mindset, Nutrition. Und mein Name ist Daniel und ich habe heute einen weiteren Gast bei uns in der Folge, und zwar die Toni. Sie hat mir gesagt, was sie ist, und ich lese es jetzt euch mal kurz vor. Es war ein bisschen witzig, weil einen Begriff davon musste ich googeln, aber sie kann es vielleicht gleich mal kurz selber erklären. Und zwar, ich habe auch die Story gepostet, ihr habt Fragen gestellt, die Fragen werden auch nachher beantwortet. Und Toni ist Personal Trainer. Und jetzt wird es spannend, Vitiligo Public Speaker. Also Public Speaker kennt man ja, aber Vitiligo, da bin ich, ich habe es dann gegoogelt, ich weiß jetzt, was das ist. Ist das Englisch? Ja, ne? Nee, gibt es auch in Deutsch. In Deutsch, also, ist es auch so? Ja, in Englisch ist Vitiligo. Klingt nur doof, sage ich nicht. Okay, krass. Und ja gut, break necks, not hurts, ist ein eher so Motto-mäßig, ne? Genau. Machst du nicht beruflich? Nein. Okay. Yes, und die Leute, die schon öfter zugehört haben oder die erste Partner- oder Gastfolge gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Bevor du dich vorstellen darfst, kriegst du erst ein paar Fragen gestellt. Und das ist so ein bisschen dafür, damit die Leute dich einfach so ein bisschen kennenlernen, ohne dass du sagen kannst, wer du bist. Okay. Okay. So, Moment, kurz raussuchen. Und, aber keine Angst, im Anschluss darfst du dich auch noch kurz richtig vorstellen, so wie du dich selber siehst. Okay, ready? Los geht's. Okay, es gibt 10 Fragen für dich. Frage Nummer 1. Was wäre, wenn du dein Handy verlieren würdest? Ja, dann wäre ich arbeitslos. Was wäre, wenn du dich nicht schminken dürftest? Wäre vollkommen okay mittlerweile. Früher vielleicht nicht, aber mittlerweile ist ja schon okay. Okay. Was wäre, wenn du morgens ein Hornissennest in deinem Schrank finden würdest? Was? Das wäre scheiße. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay. Was wäre, wenn du Dinge zu dir beamen könntest? Das wäre sehr geil. Das wäre auf jeden Fall super. Nummer 5. Was wäre, wenn du eine Woche lang ganz alleine auf der Welt wärst? Was wäre dann oder was würde ich tun? Ja, was wäre, was würdest du machen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich machen würde. Wenn ich ganz alleine wäre. Du bist ganz einsam, es gibt niemand anderen. Keine andere Menschen. Aber es gibt noch die ganzen Geschäfte und alles, ne? Es gibt nur keine Menschen. Ja, dann okay. Würde ich wahrscheinlich erstmal trainieren gehen und danach einkaufen, ohne zu bezahlen. Okay, was wäre, wenn du ein Jahr lang Urlaub nehmen könntest? Würde ich auf jeden Fall reisen. Mhm. Was wäre, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest? Oder Dollar? Besser Euro, ne? Euro ist besser, ja, ist mehr. Ja. Auch reisen, auf jeden Fall. So weit wie möglich, so lange wie möglich. Okay, das Gegenteil. Was wäre, wenn du gar kein Geld mehr hättest? Dann würde ich mich mal auf den Arsch setzen und wieder Geld machen. Auf jeden Fall. Okay, was wäre, wenn du mehrere Partner heiraten dürftest? Dann fände ich mich selber ziemlich ekelhaft, ja. Okay, was wäre, wenn die Ehe nur 7 Jahre lang gültig wäre? Dann würde ich die danach erneuern. Okay. Danach nochmal heiraten. Okay, ja, das waren schon die 10 Fragen. War gar nicht so schlimm. Aber damit du jetzt nicht mit den Fragen so stehen bleiben kannst, darfst du dich jetzt kurz selber vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wie viele Necks hast du schon gebreakt? Erzähl. Ja, wie gesagt, mein Name ist Toni, ich bin 27 Jahre alt, ich bin in Bergisch Gladbach auch aufgewachsen. Ich bin mit Daniel übrigens aufgewachsen, wir waren zusammen im Kindergarten, dann waren wir zusammen bei der Kommunion auch, wir waren zusammen beim Judo. Ja, krass, stimmt, das habe ich schon voll vergessen. Ja, und dann sind wir zusammen zur Schule gegangen, du warst zwar eine Klasse über mir, aber ja. Oh, warte. Es ist abgebrochen. Korrekt. Wann? Okay, egal, einfach weiter. Okay.
Ja, ich bin in Deutschland in Bergisch Gladbach zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht als staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin und habe dann hier freiberuflich erstmal gearbeitet und alles im Fitness- und Tanzbereich. Und dann habe ich meinen jetzt Mann kennengelernt. Er ist Amerikaner, hat hier Football gespielt und dann ist er wieder zurückgeflogen. Dann bin ich dahin geflogen zum Urlaub und bin nicht mehr wiedergekommen. Ja, und seitdem wohne ich in Amerika, mittlerweile in Utah. Ich bin noch immer Trainerin, aber durch Corona hat sich das alles eher auf online verlagert. Ich trainiere ein paar Leute noch im Personal Training, aber halt auch online. Und ansonsten ist es hauptsächlich Programming, Nutrition Coaching und Supplement Coaching. Ja. Okay. Du hast ja geschrieben, hier das Vitiligo-Dings, ne? Ja. Das, was ich googeln musste. Ja. Was ist das? Vitiligo ist eine Skin Condition. Podcast ist übrigens auf Deutsch, ne? Was ist das denn? Hautkrankheit? Ja, sehr. Autoimmunerkrankung? Ja, genau. Ja. Ist eine Autoimmunerkrankung, wo dein Körper die Farbpigmente irgendwann nicht mehr herstellt oder teilweise nicht mehr herstellt und du dann einfach weiße Flecken bekommst auf der Haut. Und das hat bei mir angefangen, als ich 14 war und eine Zeit lang fand ich es ziemlich schlimm. Mittlerweile benutze ich das eher so als Branding für mich und kann damit auch öfter Menschen helfen und bin halt auch interviewt worden. Deswegen, ich war in ein paar Zeitungen mit ein paar Artikeln darüber und ja, deswegen Public Speaker, einfach nur, dass ich offen und frei über meine Geschichte damit rede und versuche, die Leute, die damit nicht so gut umzugehen wissen, denen einfach da ein bisschen rauszuhelfen und vielleicht eine andere Perspektive anzubieten. Siehst du das selber überhaupt noch? Also ich kenne das nur von mir, da ich ja tätowiert bin, muss ich manchmal bewusst darauf achten, dass ich Tattoos habe, weil ich selber das nicht mehr checke, weil du es jeden Tag siehst. Oder wenn ich auf meinen Rücken gucke, was ich ja, das Tattoo sehe ich ja nicht so oft, dann bin ich manchmal überrascht, dass da ein Tattoo ist. Siehst du das bei dir überhaupt selber noch oder nimmst du das schon als so völlig normal wahr? Also früher, klar, früher da, ich meine, meine Flecken früher waren ja ein Witz im Vergleich zu jetzt, aber früher fand ich es schon heftig, da dachte ich echt, ich sehe einfach übel scheiße aus und hab das halt auch richtig gemerkt und dachte halt auch immer, dass wenn Leute mich angucken und auch wenn die mich nur normal angucken, dass sie mich nur deswegen anschauen und mich auch verurteilen oder beurteilen, was sie wahrscheinlich nicht getan haben, aber das war einfach so meine Auffassung. Mittlerweile nicht mehr wirklich, würde ich jetzt sagen. Ich weiß, dass ich es habe, ich sehe es aber nicht mehr so, aber du wirst halt daran erinnert, dadurch, dass Menschen dich vor allem im Sommer, wenn du eine kurze Hose an hast oder so, oder halt auch im Fitnessstudio, im Sport-BH trainierst, wirst halt schon öfter mal angeguckt. Da weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich auch einige Tattoos habe oder die weißen Flecken habe oder daran liegt, wie ich trainiere, keine Ahnung. Keine oder Kombination. Eine Frau mit wenig an bist dann. Ja, irgendwas davon. Okay. Ja, aber ja, man wird daran erinnert, aber es stört mich nicht mehr. Okay, okay. Und das letzte Motto, was du geschrieben hast, Break Necks, Not Hurts, wo kommt das her? Was hat das für eine Bedeutung? Ja, du weißt, wo das herkommt. Ja, aber die anderen nicht. Ja, das kommt von meinem Lieblingstänzer John Ha. Das Motto habe ich damals kennengelernt. Wann war das? Wann waren wir bei dem Workshop? 2012? Das war mit Darren hier, Soulplex genau. Tour oder sowas, ne? Ja, ich glaube, das war 2012. 2012 oder 2013, meine ich, war das. Und da hatte John Ha beim Workshop das T-Shirt an, Break Necks, Not Hearts. Und das ist irgendwie so mit mir einfach, das ist einfach stecken geblieben. Also das habe ich nie vergessen und das habe ich, seitdem ich Instagram habe, in meiner Bio drinne stehen.
und habe es auch nie rausgenommen. Und ich denke halt immer, break necks, not hearts bedeutet eigentlich nur, sei, du kannst hübsch sein, aber sei auch im Herzen eine schöne Person. Und du kannst, also break necks heißt ja nicht, du brichst jemandem wirklich das Genick, sondern es ist einfach nur, dass derjenige sich nach dir umdreht. Dass du halt rausstichst, dass du vielleicht anders bist und auch nicht nur anders aussiehst, sondern eine andere Persönlichkeit vielleicht auch hast. Und not hearts natürlich, dass du aber trotzdem noch auf dem Boden bleibst und auf dem Boden der Tatsachen und nicht abhebst, ja. Okay, also um die kurz zu erklären, die Fashion-Marke, die John Harder ins Leben gerufen hat, heißt Contour Hooligans, deswegen dieses Breaknecks, ne, dass die Klamotten sind dann halt so fresh, dass die Leute dir so krass hinterher gucken, ne, und das ist so, ich glaube, es ist so ein Sprichwort im Englischen. Ja. Wenn sich jemand nach dir umdreht, dann ist das so neck geworden. Yeah, don't break your neck, just looking at her, ja. Yes. Du hast gesagt, du bist auch Personal Trainer, und aber jetzt fast nur noch online. War das irgendwie ein Struggle, das umzustellen auf online, oder war es easy, so in Corona? Also durch Corona musste ich es ja machen, hatte ich eigentlich gar keine andere Wahl, weil die Fitnessstudios ja auch in Amerika alle geschlossen wurden. Und am Anfang muss ich schon sagen, ich hatte halt Schiss. Ne? Man hat ja auch so ein bisschen Existenzängste, wenn man selbstständig ist. Man weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Man weiß auch nicht genau, wie deine Klienten damit umgehen. Ich war halt unter der Woche voll gebucht, morgens und nachmittags. Und dann von voll gebucht zu nicht wissen, ob man überhaupt noch jemanden halten kann über online, ist halt schon schwierig. Ich habe dann halt ein paar Leute anfangs noch draußen trainiert und ein paar übers Internet. Aber dann sind auch mehr Leute auf mich zugekommen und haben mich nach Programming gefragt. Und dann habe ich halt angefangen, Trainingspläne zu schreiben zu Hause, habe die rausgeschickt. Ich habe angefangen, über Zoom Kurse zu geben, die ich bis heute noch gebe. Und dann haben wir auch angefangen, Teams zu trainieren. Also wir haben 2 Basketballteams aus Deutschland trainiert, wir haben Softballteams in Amerika trainiert online und waren dann im Endeffekt auch wieder ziemlich gut beschäftigt. Und ja, also es hat sich im Endeffekt schon gelohnt, aber am Anfang war es schon, man hat halt Existenzängste, aber man wird auch kreativer. Also ne, wenn man Arbeit finden will, findet man Arbeit. Es kommt halt einfach auf deine eigene Einstellung ein. An und wie du mit einer Situation umzugehen weißt oder halt nicht. Ja, hast du überhaupt, also wo du nach Amerika gegangen bist, war es problematisch, dort Fuß zu fassen beruflich? Wie ist das? Ist das eine deutsche Ausbildung? Ist es da hoch angesehen? Ist es da eher ja, gar nichts wert? Also ich habe die ersten 1,5 Jahre eigentlich gar nicht offiziell gearbeitet, weil ich auf die Green Card gewartet habe und auf meine Arbeitsgenehmigung. Und danach habe ich aber auch direkt angefangen. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich einen Akzent habe und dadurch, dass ich eventuell ein bisschen anders trainiere als andere Leute, ist es leichter, einen Job zu bekommen auf jeden Fall. Also ich musste mich auch nicht bewerben. Ich bin in ein Fitnessstudio gegangen, wo ich selber trainiert habe, und die haben mich gefragt, ob ich da arbeiten möchte. Und dann habe ich meine Bedingungen gestellt, um da anzufangen, habe denen halt gesagt, ich arbeite nicht am Wochenende, ich arbeite nur unter der Woche, und habe denen auch gesagt, dass wenn ich anfange, dass das Erste, was ich machen werde, ist, dass ich nach Deutschland fliege, um meine Familie zu sehen, und das ging auch alles. Ich glaube, in Amerika geht es mehr darum, sich gut verkaufen zu können und zu wissen, was man wert ist, und dann bekommst du auf jeden Fall Jobs. Also das empfinde ich nicht als schwer oder habe ich nicht als schwer empfunden. Okay. Ja. Wie war es während Corona bei euch? Man hat immer nur gesehen, hier in Deutschland war immer nur den Nachrichten, was Trump alles für eine Scheiße macht. Und, aber jetzt kann man ja mal so aus erster Hand hören, wie es halt wirklich war. Wir waren halt direkt neben New York, bevor wir umgezogen sind. Also Anfang von Corona haben wir in New Jersey gelebt. Wir waren 1 Stunde von New York entfernt und sind dann nach Utah gezogen, auf wirklich die andere Seite von Amerika, was 35 Stunden entfernt ist. Aber in New Jersey war es ja schon strikter. Man hat auch mehr davon mitbekommen und auch ziemlich schnell. Die haben ziemlich schnell einen Lockdown gemacht, weil wir halt so nah New York dran waren, und die Versorgung generell war eine Katastrophe.
also nicht nur für Erkrankte oder Infizierte, sondern auch für die Ärzte, die gearbeitet haben. Ich habe halt von einer Freundin, der Vater ist Arzt, und so wie die da versorgt wurden oder was die für Schutzmaßnahmen bekommen haben, also eine Schutzanzüge und so weiter, das war ein Witz. Die haben einfach nur eine Maske bekommen und das war's. Also ja, und dadurch sind halt auch viele erkrankt. Da sind viele gestorben. Man hat viele Videos gesehen, wo wirklich Tote einfach aufeinander gehäuft werden in New York und Umgebung. Das war schon, ja, heftig. Und das war dann auch so der Auslöser, warum wir gesagt haben, wir wollen da wegziehen. Also erstens wollte ich da eh nicht wohnen bleiben, weil es da einfach nicht schön ist. Da geht's einfach nur ums Geld und immer nur Business und alles ist schnell und da gibt es aber auch nichts zu tun und ich wollte halt mehr wieder in die Natur und auch die Möglichkeit haben, was draußen zu machen und ja, deswegen sind wir dann im Endeffekt kurzerhand umgezogen. Ja. Wie sah der Lockdown aus? Also war das so wirklich, ihr musstet zu Hause sein und wart eingesperrt oder durftet ihr schon raus? Also du darfst halt zum Supermarkt, du darfst zur Tankstelle. Aber ansonsten, die haben halt alle Parks geschlossen, ne? Also da, wo wir halt so hingehen wollten. Wir haben am Anfang, haben wir bei einer Schule auf dem Trackfield haben wir trainiert. Das wurde dann auch geschlossen von der Polizei. Trackfield? Ich weiß nicht, wie das so deutsch heißt. Sportplatz? Ja, genau. Sportplatz. Der wurde geschlossen von der Polizei dann. Die haben uns dann weggeschickt. Dann sind wir auf einen Spielplatz gegangen, wo du halt, ne, kannst halt irgendwie Klimmzüge machen. Und halt einfach so ein bisschen trainieren. Das wurde dann aber auch geschlossen. Also dann wurde im Endeffekt wurde alles geschlossen. Parks wurden geschlossen, Wälder, also wo ich mit dem Hund rausgegangen bin, das wurde auch geschlossen. Da musstest du dann gucken, wann du da hingehst und so ein bisschen inoffiziell reingehen. Aber ja, es war schon ein ordentlicher Lockdown. Und die hatten ja auch die Fitnessstudios geschlossen bis zum 1. September noch. Krass. Ja, in New Jersey aber nur. Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass ein Fitnessstudio-Besitzer da sich gegen die Vorschriften gewehrt hat und das weiter in das Fitnessstudio offen gelassen hat und dadurch hat sich der Gouverneur halt stur gestellt und hat dann einfach, ja, die bekämpfen sich bis heute noch. ja, aber die haben jetzt gerade erst sozusagen wieder aufgemacht. Schon krass, wie lange das jetzt alles geschlossen war. In Utah war die Situation nicht so zugespitzt, aber da leben auch nicht so viele Leute auf engem Raum. Die Fitnessstudios sind schon länger wieder offen, du kannst auch mehr unternehmen. Aber da kannst du halt auch mehr einfach Aktivitäten draußen machen, weil es halt einfach, es sind halt überall Berge und Seen und ja. Wie hast du die ganze Black Lives Matter Geschichte erlebt? Ja, das war, glaube ich, eine der schlimmsten Zeiten, die ich in Amerika so hatte und war echt kurz davor, nach Hause zu fliegen. Ich glaube, in der Zeit haben wir auch ein, zwei Mal telefoniert, wo ich ja auch gesagt habe, also es geht einfach nicht. Wenn du so ans deutsche System gewöhnt bist und an die Struktur und wenn du dann da mitbekommst, wie sich Leute gegenseitig bekämpfen, wie auch der Staat oder das Land die Bevölkerung bekämpft, ist einfach krank. Also wir haben Freunde, die in Philadelphia, in Pennsylvania leben und da war halt auch eine große Protestaktion und da ist die Polizei mit dem Militär zusammen ausgerückt und hat Leute wirklich einfach mit Tränengas abgeschossen. Generell wurde rumgeschossen und ja, es sind einige Leute gestorben. Ich habe einen Bekannten oder einen Freund, der arbeitet in New York bei der Polizei und er und seine Familie wurden bedroht. Die sind dann zwischendurch in Urlaub geflogen, weil die nicht mehr zu Hause sein wollten, weil die halt auch ein kleines Kind haben. Und es ist schon... Also kriege ich auch Gänsehaut, das war eine ekelhafte Zeit, das war nicht normal. Und in Deutschland hast du auch nicht so viel davon mitbekommen, wie viel da wirklich los war. Da sind dann auch Videos rumgegangen, die dir geschickt wurden, die Freunde einem geschickt haben, die sie auch teilweise selber gefilmt haben. Wie du siehst, wie Schwarze einfach abgeknallt werden oder in Geschäfte einbrechen, wie alles einfach abgebrannt wird, Häuser abgebrannt. Autos abgebrannt, Geschäfte zerstört, Geschäfte von, also so kleine Geschäfte von Schwarzen, von Weißen, es war dann auch im Endeffekt einfach egal. Und dann wurde einfach alles nur noch angegriffen.
einige Polizisten sind auch gestorben, da war es dann auch egal, ob die weiß oder schwarz sind. Und, ja. Irgendwann ging es nicht mehr um die Sache an sich. Nö, es ging einfach nur noch darum, Frust abzubauen. Und das war dann egal. Also wirklich, kam einem wirklich teilweise so vor, wenn du die Bilder und Videos gesehen hast, wie es da nachts abging. Und die Polizei war halt auch irgendwann hilflos, ne? Weil du musst halt auch überlegen, wie das Waffengesetz in Amerika ist. Da kannst du halt als Polizist mit einer Waffe kannst du ja nicht großartig viel anrichten, wenn du in einem Staat bist, wo Waffen legal sind. Da läuft dann halt auch jeder mit einer Waffe rum. Also was willst du machen? Da geht es halt nur noch darum, wer halt als erstes schießt. Ja. Ja, das war auf jeden Fall. Das war auch eine Zeit, wo ich abends nicht mehr rausgegangen bin und generell nicht viel draus war, weil das einfach zu heftig war. Ja. Okay, wir kommen mal zu den Zuschauer- oder Instagram-Follower-Fragen. Sind nicht so viele geworden, aber ein paar bestimmt, die auch ja, vielleicht auch andere Leute gestellt hätten, die eigentlich relativ interessant sind. Erste Frage ist eigentlich relativ simpel. Welche Musik hörst du? Ja. Kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich würde schon eher sagen Punk, Metal, Rock. The Amity Affliction, wann war das? 2016, glaube ich, habe ich die. Oder 2017. Songtext hängt da an der Wand. Ja. habe ich die entdeckt und da habe ich mein Lieblingslied Pittsburgh, habe ich dem Daniel auch geschickt. Ja, und seitdem sind wir, glaube ich, beide so ein bisschen auf der Band kleben geblieben. Wann warst du eigentlich bei dem Konzert? Wurde abgesagt. Ach ja, Corona. Katastrophe, ja, ich war auch richtig angepisst. Boah, ich war so sauer. Es war einfach... Die Woche davor waren die hier. Genau, da waren die in Oberhausen. Und ich hab's irgendwie, ich hatte sogar Zeit. Ich hatte nicht mal was vor, aber hab's einfach nicht mitbekommen, dass sie da sind. Ja. Ich hatte, und dann kam Corona. Ja, das hatte ich dir ja dann erzählt, glaube ich, ne, dass sie da waren. Ich hatte Tickets gebucht für mich und eine Freundin und wurde abgesagt leider. Ist aber noch immer ein Ziel, würde ich mir gerne auch live angucken. Musik generell, Musik, die Sinn macht und Musik, die auch eine Geschichte erzählt. Ich kann mir keine Songs anhören mit dummen Lyrics wirklich, weil das, ich verstehe die Lyrics halt mittlerweile relativ gut. Das ist dann ein bisschen nervig. Also deswegen ist das vielleicht auch, also ich, bei mir hat es zum Beispiel ja so angefangen, ich konnte irgendwann Hip-Hop nicht mehr oder Rap nicht mehr hören, weil die Lyrics so behindert sind. Die sind einfach schlecht, also die sind ja richtig dumm. Ja. Ne? Also wenn du dir wirklich mal die Lyrics durchliest, ist ja ein Witz. Also komm, das kann ein Zwölfjähriger dir da hinklatschen und es ist... Und im Endeffekt ist es ist ja in... Also du nimmst es ja jetzt wahrscheinlich in Amerika, du verstehst jetzt die Texte ja nochmal ganz anders. Also klar, wir verstehen das auch hier so, aber anders als du. Ist der Ami-Rap genauso verblödet wie der Deutsch-Rap? Also meinst du jetzt so, wie heißt der Apache? Meinst du jetzt so eine Scheiße? So in die Richtung, ja. Also kommt halt drauf an, aber du musst schon sagen, so diese neuen Rapper, wenn du dir so Rap-Kaviar anhörst auf Spotify, das ist halt teilweise echt, wo ich richtig sauer bin und mir denke, was ist das für eine Scheiße, wo dann auch Frauen rappen darüber wie Bitches und wo ich so denke, Alter, Junge, du hast aber echt Respekt für dich selbst auch. Also ich glaube, deutscher Rap ist da ehrlich gesagt noch ein bisschen besser als der amerikanische. Besser? Ja. Krass, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil wir haben ja auch viele Frauen, die jetzt rappen. Es fing ja an mit Schwester Eva. Ja, aber gut, die war ja wenigstens noch witzig. Ja, und die war halt auch echt eine Bitch. Ja, die war halt auch echt asozial. Ja. Und dann kam jetzt, wie heißen die Neuen denn hier? Heißen die Juju? Juju? Ist die? Mhm. Ja. Kennst du die? Nee, ne? Vielleicht sage ich das ja nur, weil ich nicht so in der deutschen Rap-Szene drin bin. Ja, ich bin da auch nicht da drin. Also ich höre ja auch kaum mehr. Gestern war bei Amok in der Story ein Lied, da habe ich dem geschrieben, das war halt von Nas. Spicy heißt das. Das hat mich voll gecatcht, fand ich richtig nice. Kennst du das? Ich kann mal zeigen. Nicht. Ist auch voll neu noch. Ich wusste gar nicht, dass Nas noch Musik macht. Okay.
Die Frage haben wir gestern schon überlegt, als die reinkamen, weil ich weiß nicht, was es ist. Hast du Probleme mit Catgirling? Oder wie das geschrieben wird, in Klammern. Weißt du, was Catgirling ist? Was? Also, ich kenne Catfishing. Ja, das kenne ich auch. Ich, aber Catgirling? Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, Felix, tut uns leid, wir wissen einfach echt nicht, was es ist. Nächste Frage. Fühlst du dich in Amerika wohl, beziehungsweise wirst du als Ausländer behandelt? Also, ich habe mich die längste Zeit nicht wohl gefühlt. Wenn du aus Deutschland kommst und so an Deutschland und das Leben hier gewöhnt bist und dann in ein Land fährst oder fliegst, wo du erstmal $5,000 bezahlen musst, um überhaupt in Erwägung gezogen zu werden, da bleiben zu können, also mit der Green Card, fühlst du dich da nicht so wohl. Und das war halt auch, die Anfangszeit war halt einfach heftig. Ich durfte nicht zurückfliegen, ich durfte generell nicht reisen, ich musste halt echt wie so durchsichtig sein. Und das war nicht so schön. Als ich angefangen habe zu arbeiten, war es dann was besser, aber die meisten Amerikaner sind sehr oberflächlich und wenn du so Freundschaften hast wie die ich hier habe, ich habe zwei langjährige gute Freunde und dich halt, mit denen ich halt hauptsächlich dann was gemacht habe, ein paar Leute von der Krea noch, hier Tuba und so weiter, aber wenn man halt von so tiefen, innigen Freundschaften kommt, wo man auch sehr offen sein kann zu Leuten, die dich fragen, wie es dir geht, ohne es wirklich wissen zu wollen. Ja, war halt schwierig am Anfang. Ich hatte auch am Anfang keinen Bock, Leute kennenzulernen, weil ich mich nicht erklären wollte, wie ich halt bin oder warum ich bin, wie ich bin. Und weil die meisten Leute es auch nicht wirklich wissen wollen. Die haben halt so gekünstelte Höflichkeit. Und das ist halt einfach nervig. Der Anfang war schwer, mittlerweile ist es was besser. Die Leute in Utah sind auch ein bisschen anders. Wie lange bist du jetzt insgesamt da? Im März 4 Jahre, also 3,5. Ja, da wird auch Zeit, dass man sich langsam... Ja, hat lang gedauert. Auf jeden Fall. Okay. Nächste Frage. Hast du vor, wieder nach Deutschland zu kommen? Hatte ich eine Zeit lang wirklich. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Fitnessszene, wenn du in der Fitnessszene arbeitest, hast du riesige Möglichkeiten in Amerika. Es ist auch leichter, da Fuß zu fassen, auch selbstständig in der Branche. Ist es wirklich so, dass Selbstständige es dort leichter oder besser haben? So generell, weil das wird ja immer so gesagt, dass in Amerika die Leute nicht so Angst haben zu scheitern zum Beispiel und dass du nicht so schief angeguckt wirst, wenn du mal verkackst, und so Sachen hört man ja ständig hier bei uns. Ich glaube, in Deutschland Fuß zu fassen als Selbstständiger ist generell schwieriger, wenn du auch dein eigenes Business anmeldest, und die Steuern, die du in Deutschland zahlst als Business-Inhaber, sind halt auch anders als in Amerika. In Amerika hast du riesengroße Vorteile davon, selbstständig zu sein, steuerrechtlich gesehen. Fangen wir mal so an. Deutschland ist generell besser gebildet als Amerikaner. Also so im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind Deutsche besser gebildet. Die sind generell schlauer und denen wird auch beigebracht, dass wir selber denken sollen. Amerikanern wird beigebracht, von meiner Auffassung her, dass es besser ist, jemand anderen fürs Denken zu bezahlen.